kurz nach Herzog Arnold Schwarzenegger auf Biko unterwegs. Aufatmen für alle Fans von Arnold Schwarzenegger, 70. Der ehemalige MR-Universum musste sich Ende März einer langwierigen Notoperation am Herzen unterziehen und verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus. Seit einigen Wochen erholt sich der Schauspieler wieder in seinem gewohnten Umfeld von dem Eingriff und soll stetige Fortschritte machen. Jetzt ist der Österreicher sogar schon wieder fit genug für eine Tour mit dem Mo und Dalmbieke. Der frühere Gouverneur von Kalifornien wurde am Donnerstag bei einem kurzen Workout abgelichtet. In Shorts und farblich passender Windjacke stieg der Terminator-Star auf einen Drahtesel mit extra dicken Reifen und drehte eine Runde durch die Straßen von Los Angeles. Während der Trainingseinheit wirkte der einstige Bodybuilder sichtlich entspannt und sogar ein kleines Lächeln umspielte die markanten Gesichtszüge des Actionheldes. Dass der Darsteller wieder auf dem Weg der Besserung zu sein scheint, könnte vor allem die Macher der The Expendables Filmreise freuen. Arnolds Rolle des Trench soll angeblich auch für den vierten Teil der Blockbuster-Serie vorgesehen sein. Ob der fünffache Familienvater, der im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag feierte, rechtzeitig für die Dreharbeiten in Form kommt, bleibt abzuwarten.